Wir sind die Frauen am virtuellen Brunnen. Heute früh war ich mit Erika an einem richtigen Brunnen. Wir sind aber jetzt wieder virtuell unterwegs. Und wir sind im März 2023. Und should I stay or should I go, sagten wir gerade als Thema. Ja, und ihr könnt euch mal kurz vorstellen, auch hallo Anna, da bist du. Und vielleicht schon ein bisschen Bezug nehmen. Und ich bleib mal, fang mal an bei der Frau, die should I stay sagt, oder? Stimmt das, Monia? Fang du mal an mit dem Check-in. Okay. Ja, also in Wien tut sich nicht so viel derzeit. In Niederösterreich haben wir neue Wahlen und oh Schreck, oh Schreck, oh Schreck. Die ÖVP hat sich mit der FPÖ zusammengetan, um eine Mehrheit zu haben. Und der Herr Bundespräsident hat heute also mahnende Worte gesprochen, was überhaupt nicht eigentlich sein Ressort ist. Bei der Angelobung, statt dass er angelobt hat, hat er also gewarnt, wie schrecklich es ist, wenn man sich mit Nazis, quasi mit Nazis ins Bett legt. Aber gut, ja. Also das tut sich derzeit bei uns. Das Wetter es soll wieder kalt werden, es hat jetzt wieder geregnet heute, aber ist uns lieber eigentlich als diese extreme Erwärmung. Gehen oder bleiben, also ist für mich kein Thema mehr oder keine Frage mehr, weil mein Mann geht also jetzt schon sehr schlecht. Er hat also mit den Knien und ich gehe dadurch natürlich mehr einkaufen und so weiter und herum für ihn auch. Aber irgendwelche Fernreisen oder so zu machen, ist also wirklich nicht mehr vorstellbar. Mein Enkel ist derzeit in Dubai eingeladen gewesen und kommt morgen zurück. Und das ist also so ein surreales Land. Also ich glaube, das ist Prunk und Protz und Wasser, was wie protzen mit Wasser. Also sie haben Blumengärten und unwahrscheinlich unten. Und da frage ich mich halt wirklich, also wie langsam und wie zäh sich etwas ändert. Ich habe auch jetzt, habe ich dir ohne das geschrieben, Heidi, den Thomas Metzinger begonnen, sehr deprimierend. Weil er hat quasi gemeint, also die Klimaerwärmung sei nicht mehr aufzuhalten, nicht aufgrund von physikalischen Fakten, sondern unseren psychischen Fakten, weil wir so langsam reagieren auf alles. Und ja, also ich habe festgestellt, das Buch deprimiert mich derartig. Ich habe es also dann wieder weggelegt. Ich würde mich interessieren, was du dazu sagst, weil ich habe an und für sich halte ich vom Metzinger schon einiges, aber ja, das ist zum Beispiel auch erwähnt, ja, es würde also die Erderwärmung würde dadurch hintangehalten werden, wenn zum Beispiel ein Atomkrieg wäre zwischen Indien und Pakistan, die haben nur 350 Atomköpfe und das würde die ganze so viel in die Luft, in die Atmosphäre schleudern, dass wir also wieder Wolken und kühles Wetter hätten. Und da haben wir gedacht, also ich weiß nicht. Es mag vielleicht ironisch sein, aber irgendwo hört da für mich die Ironie auf. Und ja, jedenfalls der Zugang von manchen Philosophen und Männern zu bestimmten Dingen ist also für mich immer zweifelhafter. Und ich würde mich freuen, wenn wir andere Zugänge finden. Ja, und jetzt gebe ich weiter an, wer will, an die Ungarn. Oh, Dankeschön. Ja, ich war in meinem Leben eigentlich relativ sesshaft. Ich bin zwar viel umgezogen, aber bin eigentlich nie aus Bayern rausgekommen, außer im Urlaub. Und jetzt bin ich eben seit einem Monat, ziemlich genau seit einem Monat in Ungarn, was ich mir früher nie vorstellen konnte. Aber meine innere Stimme war dermaßen stark, dass ich nach Südungarn gehen soll, dass ich das wirklich umgesetzt habe und sammle halt gerade so meine ersten Erfahrungen mit der Sprache, mit den Menschen. Ja.
Und ich bin jeden Tag glücklich, dass ich in einem Ort gelandet bin, in dem viele Menschen Deutsch sprechen. Mal besser, mal schlechter, aber man kann sich verständigen. Oder heute Morgen kam jemand zum Gas kontrollieren. Er konnte nur ein paar Brösel Deutsch und hat sehr betrübt geguckt, dass ich gesagt habe, ich spreche kein Ungarisch. Also das habe ich sogar auf Ungarisch verstanden und beantworten können. Aber wir konnten uns dann super auf Englisch unterhalten. Das hat hervorragend funktioniert. Dann gebe ich weiter an die Anna. Also erst einmal einen guten Abend. Ich komme, wie gesagt, vom Tanzen. Ich bin überhaupt noch nicht drin. Das vom Thomas Menzinger habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Und gehen oder bleiben, weil ich habe ja irgendwie was von Ritualen gelesen. Oder von Tabus. Genau. Und ja, und insofern kann ich noch nichts sagen, wo ich das Gefühl habe, das ist ein echter Beitrag. Gebe ich was an die Ehre. Das Tabuthema hat die Heidi gemeint, dass wir das verschieben, wenn wir mehr sind, aber jetzt sind wir immerhin schon 6. Also vielleicht werden wir schauen. Okay. Wollte ich nur zur Erläuterung sagen. Okay. Wie gesagt, ich habe letztes Mal und ich habe angesichts des Themas, wir haben 40 Tage wieder, also unser Fastenkunstprojekt und haben das Thema Liebe genommen. Liebe ist sozusagen 40 Tage in der Fastenzeit und dazu eben Bilder machen, Fotos. Ich mache halt Bilder. Das machen wir jetzt das 5. Jahr und da kam eben bei mir die Frage auf, wenn immer es heißt, das Universum sozusagen, Licht ist das Bindeglied oder Liebe ist das Bindeglied und es gibt auch einen Human Design Text oder Gene Keys Text, dass Liebe und Licht identisch sei. Und das hätte mich interessiert, eure Meinung. Aber jetzt weiß ich nicht genau, was ihr abends, was wir jetzt für ein Thema haben. So, gebe ich weiter. Erika, warst du schon? Nee, ich war noch nicht, aber jetzt kommt die Marie-Rose auch gerade, sollen wir noch warten? Nee, mein Video scheint wieder nicht zu funktionieren, ne? Von daher. Mhm. Aber ihr hört mich, gell? Ja. Ja, hören tun wir dich, ja? Ja. Ja gut, also, dann mache ich weiter. Oder soll ich weitermachen? Ja. Okay. Ja, also ich muss jetzt auch jetzt gerade mal schauen, wie ich mich einchecke. Gehen oder bleiben. Also jetzt einen Bezug zu Ungarn hätte ich jetzt und zwar ich wollte ja eine Auszeit nehmen und habe die ja jetzt auch genommen hier in Italien bei der Heidi und aber vorher habe ich über eBay eine Frau kennengelernt, die jemanden gesucht hat, der in Südungarn die haben dort Ferienhäuser und die da auf ein Ferienhaus, die da einfach ein bisschen Ordnung macht und das betreut. Und das hätte mich auch interessiert. Und dann hatte ich aber so den Mut nicht, jetzt in was ganz Neues reinzuspringen. Und dann bin ich mit ihr so verblieben, weil die wohnt nur ein paar Kilometer weiter, dass ich mich vielleicht rühre, wenn das in Italien vorbei ist. Und ich hätte ja theoretisch die Zeit und auch, dass ich mich, muss ich mir einfach auch überlegen. Und das hat damit zu tun, jetzt springe ich ein bisschen, das ist das, was mir dann auch eingefallen ist für so einen Schritt, was der Anlass auch für so einen Schritt sein könnte, so dieses Stufengedicht von Hesse. Und wenn du, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber wenn du so einem Lebenskreise schon zu sehr vertraut bist, dann droht erschlaffen. Und ich hätte schon auch noch Lust auf einen Aufbruch. Und mein Mann sowieso immer, der möchte sowieso immer alle halbe Jahr irgendwohin auswandern. Und was ich halt merke, das ist, wenn man auch weg ist, die Themen nimmt man mit. Also man braucht schon auch, ich bräuchte auch einen triftigen Grund und der würde bei mir nur sein, wenn ich mir da also schöne Voraussetzungen schaffen könnte, in einer schönen Gemeinschaft einen altersadäquaten Platz mir zu kreieren, wo ich sage, da würde ich meine letzten Lebensjahre verleben. Also das hätte noch den Anreiz. Genau, jetzt bis dahin. Dann Marie-Rose.
Bist du noch da? So, ja, hallo, grüßt euch. Hallo. Ich hatte die Zeit ein bisschen vergessen, verpasst. Ich bin auch ein bisschen erkältet, deswegen, aber meine Stimme ist heute schon wunderbar. Gestern war da noch fast gar nichts mehr an der Stimme. Dann, ich war jetzt die letzten 3 Tage ein bisschen wirklich mit der Erkältung beschäftigt, weil ich in der Nacht nicht schlafen konnte und dann am Tag geschlafen habe oder ja, so rumgehangen habe. Und freue ich mich jetzt, euch zu sehen. Soweit von mir. Okay, dann zu mir. Gehen oder bleiben? Also im Moment bleibe ich, aber ich bin gegangen damals von Berlin weg, nicht? Es ist jetzt über 30 Jahre und ich bereue es nicht, dass ich hier bin. Ich finde es immer noch schön und ja, wie bin ich hier? Eigentlich gut. Wir verstehen uns klasse mit Erika und rennen durch die Ausgrabungen und essen gute Sahnestückchen und solche Sachen. Und schöne Gespräche. Und ja, die Blumenwiese blüht. Und es ist eigentlich auch schön warm. Also ne, tagsüber mit Kurzärmeln ist manchmal schon zu heiß, die Sonne brennt. Nachts noch nicht ganz so, aber ich bin eigentlich voll zufrieden. Ja, und wenn wir über das andere Thema sprechen wollen, ich dachte vorhin, wir sind nur so wenig. Wir fingen ja zu viert an und da dachte ich, machen wir irgendein Ausweichthema. Und weil gerade die Annalisa so schön erzählt hat von Ungarn und wir im Vorgespräch schon darüber geredet haben, dachte ich, das ist ja doch ein Thema. Und gerade weil du von diesem, wie heißt der Typ? Ich habe mir ein Video angeguckt und ich fand es irgendwie auch nicht ganz so, ich habe es nicht zu Ende gehört. Metzinger? Ja, Metzinger. Ich finde vor allem die Art, wie das Kobel interviewt, sehr gut eigentlich. Sehr für die Leute. Ja, gut, aber bleiben wir bei unserem Thema. Genau. Ich habe nämlich auch jetzt nachgedacht, weil die Erika das vom altersadäquaten Platz gesagt hat. Und ich bin ja mein ganzes Leben sehr viel herumgefahren. Also Amerika hin und her und über den Atlantik und so weiter. Und wir sind vor 20 Jahren jetzt schon. Haben wir dann begonnen, umzuschauen, dass wir einen Platz finden, wo es einen Aufzug gibt. Und jetzt sind wir sehr froh, dass wir also in einem Haus wohnen, wo auch ein Aufzug ist, was nicht so, also es ist nur 3 Stockwerke und Dach, aber trotzdem. Und ja, und bei mir ist es jetzt schon, also mit über 80, über 81, eine Frage des Energiehaushalts. Also ich bin froh, wenn ich den Tag über die Runden bringe und mehr, ja, also ich bin froh, wenn ich außer Haus bin und ich wieder in meinem Recliner sitzen kann. Da ändert sich schon sehr viel. Also ab 80 ändert sich einfach energetisch, also zumindest für mich hat sich sehr viel geändert. Aber ich würde sagen, also in ein neues Land zu gehen und die Werte, neue Werte auch kennenzulernen, sie mit den eigenen alten zu vergleichen. Also das war natürlich für uns, wenn wir so um die 30 waren, hochinteressant. Und dann zurückzukommen nach Österreich und die Werte wieder anzuschauen. Aber ich habe also, ich bin nur in Ländern, wo ich die Sprache gesprochen habe. Und also Ungarisch würde ich mich fast nicht trauen, also dass ich da meinen Lebensabend verbringe, aber man kann es sicher auch erlernen. Also das sollte ja möglich sein. Ja, das ist soweit, was ich zu sagen habe zum Thema gehen oder bleiben. Also ich bin froh, dass ich einen Platz habe, wo ich gerne bin. Und wir haben also den Balkon mit unseren Haustieren, unseren wilden Haustieren. Und die uns schon alle kennen auch, die Eichkätzchen. Und es ist sehr, ja, nicht sehr anspruchsvoll, aber angenehm. Und das wird immer wichtiger, dass es also nicht zu fordern wird, der ganze Tag. Ja,
ich gebe weiter. Wie sagt man da? Ich habe gesprochen. Wir haben doch in irgendeiner der Gruppen von Altern gesprochen. War das hier? Oder war das in einer anderen Gruppe? Ich versuche das gerade zu verbinden, mit auf Tabu rüberzukommen. Nicht? Alter ist ja Tabu und dass man nicht mehr so kann und dass man ganz anders andere Bedürfnisse hat und so in unserer Gesellschaft. Bevor wir begonnen haben, habe ich Tabu gegoogelt. Hauptsächlich war Sex im Alter ein Tabu. Ja, mit Sicherheit. Wir können weiter da reden. Als ich mit Marc zusammen war, und wir waren ja beide schon immer so ganz jung, und dann waren seine Tochter da und so, und wir haben da mal über Sex gesprochen, das konnten die also überhaupt nicht haben, dass die Eltern auch noch Sex haben könnten. Das geht ja schon mal gleich gar nicht. Ja. Die Erfahrung habe ich mit meinen Töchtern auch gemacht. Also sie können über alles mit mir reden, aber nicht über Sex. Okay. Ja. Was fällt euch noch über Tabu ein? Oder über Sex, je nachdem. Geld ist auch ein Tabuthema. Und der Tod war lange oder ist immer noch ein Tabuthema. Absolut. Ja, und Corona und Impfung, und das ist ja auch ein Tabuthema eigentlich, nicht? Im Moment. Oder sogar Krieg. In bestimmten Kreisen kann man da auch nicht drüber reden. Oder es wird gleich hitzig. Oder weil du vorhin sagst, Nazi ist ja auch ein Tabuthema, ne? Oder eben, sagen wir mal, ein Tabuthema, dass Leuten dieses Adjektiv oder diese Bezeichnung angehängt wird, und was unter Umständen gar nicht stimmt und dass man es damit eigentlich sehr relativiert. Auch ein Tabuthema, kann man auch nicht drüber sprechen. Was haben wir denn noch so? Zum Thema Nazi fällt mir nur ein, in Ungarn ist es anders belegt. Da ist es die Verniedlichungsform von Ignaz. Ja, in Bayern aber auch. Ja. Ja, wir hatten einen Postbeamten, das war der Nazi. Ja, aber irgendwie, ganz, also das hat niemand irgendwie sich, also zu der Zeit, das war so in den 60ern oder was, das war der Postnazi. Das ist jetzt wieder lustig. Aber ich glaube, dass wir vielleicht gar nicht so viele Tabuthemen haben. Also Sex im Alter, das ist für mich, naja, eigentlich auch keins mehr irgendwie. Oder so, keine Ahnung, also mir fällt jetzt eigentlich jetzt nichts ein, wo ich sage, da könnte man jetzt nicht irgendwie drüber reden. Aber wir sind ja mehrere. Vielleicht habt ihr noch ein ganz spannendes Tabuthema, mit dem ihr nie über irgendwie mit jemandem reden würdet. Auch nicht mit uns dann, nicht? Also Sie haben auch psychische Erkrankungen, haben Sie also auch als Tabuthema, dass man darüber nicht redet. Ja, da bin ich betroffen mit meinem Sohn, ja. Genau, aber das weiß ich nicht, ob das abendfüllend ist. Das ist auch noch ein Tabuthema, das stimmt. Na, es ist ja generell, würde ich sagen, so erlebe ich. Ich bin ja auch betroffen davon. Da spreche ich gar nicht mehr drüber, aber aus dem Grund auch, weil ich ja eigentlich mich aus dem sogenannten Opferstatus, also ob jetzt über psychische Erkrankungen, die halt gelaufen sind, oder über Trauma, also ich habe den Eindruck, also erstens will ich gar nicht so viel drüber reden, weil ich eben das Gefühl habe, ich will ja endlich drüber hinaus, ich will es ja endlich umarmt haben, akzeptiert haben und letztendlich in ja eine Freiheit sozusagen davon erleben. Also insofern, und gleichzeitig aber auch sowas wie, ich will andere nicht belasten, zum Beispiel, die dann sagen, ja, wenn du über, also was weiß ich, ich habe in meinem Umfeld viele Großmütter und scheinen die Ehen ja auch ganz gut zu sein,
so ungefähr, dann schont man mich und erzählt dann vielleicht gar nichts davon, weil sie wissen um mein Alleinsein. Also ist ja auch eine Form von Tabu. Ich will niemand belasten mit meinen, also anstecken sozusagen aus diesen zwei Gründen. Selber will ich mich davon befreien und aus so einem Opferstatus rauskommen und eben auch andere nicht, ja, die Laune verderben oder so. Ja. Da fällt mir dazu ein, das Alleinsein ist schon ein Tabuthema. Sobald du allein bist, hast du einen anderen Status, als wenn du in der Partnerschaft lebst. Das habe ich ein paar Mal erlebt, ja, dass du da irgendwie nicht mehr so, vor allen Dingen als Frau, als Mann weiß ich ja, habe ja keine Erfahrung. Aber das ist schon, ja, die hat ja keinen abgekriegt oder sowas, nicht? So in der Richtung. Aber ich dachte, der Trend ist zum Single-Dasein. Dass man also lieber allein sich durchschlägt, als dass man sich mit einem Mann belastet oder was immer. Also ich dachte, also bei uns in Österreich nehmen die Single-Haushalte zu. Ja, das glaube ich schon, aber ob das wirklich freiwillig ist, meinst du? In der Tiefe, nach außen schon, ja. Ich habe ja auch, bevor ich Marc kennenlernte, gesagt, nie wieder mit einem Mann zusammenleben, ne? Und so. Und dann kam es halt doch anders. Also mein Tabuthema ist, dass ich gerne mit meinem Mann zusammenbleiben möchte, aber einfach in getrennten Wohnungen, in getrennten. Und das ist ein Tabuthema, wenn ich das irgendwo sage. Und das wollte ich schon immer jetzt. Also das jetzt nicht nur mit meinem jetzigen Mann, sondern eigentlich schon immer. Und das war auch oder ist auch, wenn ich das so jemandem erzähle, kann das niemand irgendwie so nachvollziehen. Ja, mich haben sie schon seltsam angeschaut, wenn ich gesagt habe, ich schlafe jetzt endlich allein in einem eigenen Schlafzimmer. Und dann hat man erklären müssen, ja, dass wenn man unterschiedliche Gewohnheiten hat beim Einschlafen, mein Mann schaut gern fern und ich drehe mich um und schlafe. Ne? Und also das war damals noch erklärungsbedürftig. Und ich bedauere alle, die im hohen Alter noch im gleichen Bett schlafen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist. Aber mich hatte das 2 Jahre gekostet, um meinen Mann davon zu überzeugen. Da war ich so um die 40, so Anfang 40, Anfang Mitte 40. Für ihn war das total schlimm. Und dann haben wir gesagt, okay, nach 2 Jahren. Und er könnte sich's jetzt nicht mehr anders vorstellen. Also das ist für uns, also das war ziemlich schnell. Nach ein paar Monaten war das, aber das war. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Jetzt so bei den jungen Leuten ist das vielleicht eher irgendwie drin, aber das war echt ein Kampf. Also das war, ja. Also wir haben in unserem Tanzprojekt, das sind auch in der, die wird 85, eine, und ich weiß nicht, ob es noch einmal weitergeht, unsere Älteste wird 85, die bleibt jetzt zu Hause. Also die ist auf dem Weg in die Demenz und wir beziehen sie aber immer wieder ein. Und wir haben das Thema Sein und die Bettina versucht, das Thema Alleinsein sozusagen zu vermeiden, diesen Schmerz und so. Und ich habe ein Buch, ich habe es jetzt im Regal stehen, aber ich habe jetzt leider, kann nachher holen, habe für mich so eine Tanzszene ausgewählt, die möchte ich tatsächlich umsetzen, nämlich vom Schmerz des Alleinseins oder der Einsamkeit oder na, des Alleinseins in die Freiheit, allein zu sein. Also so im Sinne von ein Zimmer, also die Freiheit, allein zu sein, weil es geht ja um dieses Unfreiwillige. Also du hast es nicht, ich habe es nicht gewählt, mit allem drum und dran, dieses Labeling auch, erlebe ich ja auch. Aber dann eben tatsächlich die Wertschätzung dieser Freiheit. Also das ist so für mich ein Entwicklungsweg, den ich für mich beschreiben würde. Das spricht mich sehr an, Anna, was du gerade sagst. Ja. Das einfach so zu, also dem einfach eine andere Sichtweise zu geben und das einfach selber zu definieren, dass das Alleinsein auch Freiheit
heißen kann, gell? Und auch heißt, das ist ja auch, auch ein gutes Gefühl. Ist ja nur ein Anteil, wenn man sagt, allein sein. Also ich denke mir, das ist schon, schon auch was sehr ja, Befreiendes auch. Auch allein sein ist, was ich sagen will, per se nicht nur schlecht. Hat ja auch viel Chancen. Marie-Rose, du bist doch auch allein. Wie siehst du das? Mich hat es, ich bin 20 Jahre lang verheiratet gewesen und jetzt seit 30 Jahren, das hat sich jetzt auch, hätte ich feiern können, dass ich allein lebe, obwohl ich zwischendurch unterschiedliche Partnerschaften gehabt habe. Und für mich hat, also solange ich noch gearbeitet habe, hat die Fernbeziehung am besten gepasst, dass ich unter der Woche meine Ruhe hatte mit der Schule und mit allem war ich perfekt zufrieden. Und am Wochenende bin ich dann, haben wir uns dann gesehen, sind wir zusammen gewesen. Jetzt ist es anders. Ich fühle mich schon die Freiheit, ich kann die Freiheit wirklich genießen. Und ich habe mal mit der Uli Vogel, die einige von euch auch kennen, darüber geredet. Und da hat sie mich gefragt, wie viel Prozent ist perfekt, passt. Und dann habe ich gesagt, ja, zwischen 80 und 90 Prozent ist perfekt so. Eben so wie ich jetzt eben allein hier lebe, aber einen sehr großen Freundeskreis habe und sehr viele Kontakte habe. Ja, wie gesagt, also 80 zwischen 80 und 90 Prozent stimmt es für mich, passt es für mich. Und dann, wie gesagt, als ich jetzt die letzten Jahre dann immer wieder krank war, es hat sich gezeigt, dass ein Freundeskreis genauso gut tragen kann wie eine nahe Familie. Ne? Und eine Garantie hat man ja auch nicht, wenn man wirklich mit einem Partner zusammen ist. Wenn ich dann denke, wie meine Mutter 50 Jahre eben verheiratet war und das hat alles gut gepasst. Und wenn dann der Partner wegstirbt und sie war so wütend, ne, dass sie hat angehofft, dass sie zuerst sterben würde, solche Sachen sehe ich auch bei Paaren, die sehr lange zusammen sind. Das ist ja dann auch nicht einfach, wenn man ein Leben lang gewohnt war, zu zweit zu funktionieren. So, ne? Ich bin es halt gewohnt, selbstständig zu funktionieren, ja. Aber ich brauche wirklich intensive Freundschaften, brauche ich definitiv. Und habe ich Gott sei Dank auch. Ja, ich habe das Thema natürlich sehr, sehr stark. Und es ist, ich empfinde es wirklich als Aufgabe und komme jetzt drauf, dass ich selber im Prinzip mir, weil ich hab mich lang nicht drum gekümmert und war halt mehr auf München orientiert oder auf ein paar Freundinnen und jetzt seit Tanzgruppe, also ungefähr seit 10 Jahren, seitdem ich nicht mehr in der Schule bin auch, tue ich sehr viel. A, selber ein Netzwerk erschaffen, also mit im Prinzip sowas wie Geistesverwandtschaft, Seelenverwandtschaft, also mich mit Menschen zu verbinden, die einfach eine ähnliche Ausrichtung haben. Das ist für mich wirklich eine Aufgabe. Und ihr hört kürzlich, es gibt hier, ich weiß noch nicht genau, wie es geht, aber ich bin hier in einem Singkreis und in einem Chor auch. Und dann ist eine aus dem, dachte ich, die ist im Altersheim. Mein Gauting ist wirklich ein Luxus, eine Luxusgegend. Also ich habe keine Ahnung, was das kostet. Noch sagt, na, habe ich sie heim hingefahren. Und habe ich gesagt, hast du da ein Zimmer? So eher so vorsichtig mit Mitleid. So hoffentlich hast du ein Einzelzimmer und musst nicht zu zweit. Und die ist geistig ganz fit und so. Und dann sagt sie ganz so ein bisschen so empört, was denkst denn du? Ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung da.
Also sprich, das ist betreutes Wohnen. Und dann kann man sich sozusagen, wenn nötig, irgendwas zukaufen an Serviceleistungen. Und sie sagt halt, es geht ihr, die Kinder sind wohl in der Schweiz und so und die zahlen das auch. Aber sie hat ein Kulturprogramm, das, also sie ist nie alleine. Also sie hat da wirklich Wahlmöglichkeiten, wo ich mir dann auch überlegt habe, ja, wie geht denn das dann bei mir mal? Aber ja, denke ich noch nicht drüber nach. Ja. Und mein Fokus ist momentan gerade eben sehr auf dieses Erschaffen einer Art von geistiger, seelischer Familie, Zugehörigkeit, Netzwerk, lokal. Ja. Wie denkst du, Annalisa, dass du das da auch erreichen kannst? Hast du schon Menschen getroffen, wo du dir... Das geht seltsamerweise bei mir immer ziemlich schnell, dass ich neue Menschen kennenlerne. Also das fängt dann danach an, so ein bisschen das Sortieren, wo möchte ich mehr Zeit verbringen, wo eher weniger und so. Und ich habe gerade gedacht, also... Ich habe mein Leben lang drum gerungen, sowas wie eine Heimat zu finden bei anderen Menschen und bin mehr und mehr dabei gelandet, dass die Heimat eigentlich in mir ist. Und jetzt bemühe ich mich eher darum, ja, in meinem Herzen zu Hause zu sein oder auch eine spirituelle Anbindung wirklich zu pflegen. Und dann wird es auch wesentlich entspannter da draußen. Also dann muss ich nichts erreichen oder... Ich denke, dass dann auch vielleicht kommt noch mal eine Partnerschaft auf mich zu, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen, aber dann unter ganz anderen Voraussetzungen, weil ich dann wirklich auf eigenen Beinen stehe und nicht auf der Suche nach einer Abhängigkeit. Also das wäre schon noch so ein Lebensziel. Das würde ich gerne mal erleben, wie das ist, wenn man nicht aneinander klebt und aufeinander angewiesen ist, so wie die Österreicher eher sagen, bin ja nicht angewiesen. Ich kann das nicht so schön nachmachen, aber eben auf Augenhöhe einfach, auf freiwillig, weil es Freude macht, zusammen zu sein und nicht, weil so eine große Bedürftigkeit da ist. Also da bin ich jetzt in meinem Leben schon so oft auf die Nase gefallen damit, dass ich gesagt habe, also auch wenn es weh tut, erst wirklich in meinem Herzen aufräumen und eine andere Anbindung finden und dann nochmal einen Versuch. Wenn das geht, ich weiß es ja nicht, aber da muss es ja auch den Partner dazu geben. Aber den Wunsch habe ich schon mal rausgesprochen ins Universum und meine Wünsche werden oft genug erfüllt, also schauen wir mal. Das ist auch momentan tatsächlich gerade ein Thema, an dem ich arbeite. Also ich mache immer ganz viel Innenarbeit und dann schaue ich, was das Universum von draußen antwortet. So ist es auch mit dem Umzug nach Ungarn gewesen. Also da war auch ganz viel Innenarbeit, immer wieder in die Ruhe gehen, in die Gelassenheit gehen und die Turbulenzen irgendwie durchsteuern, aber nichts überstürzen. Und dann geht es trotzdem wahnsinnig schnell. Oder gerade deswegen. Ja, das ist ein gutes Ziel, ne? Ich frage mich, inwieweit hat diese Haltung mit Integral zu tun? Müssen wir schon so weit sein oder geht es auch schon früher? Also ich denke jetzt ein bisschen dran an Tom Habib, ne? Der hat ja über die Entwicklungsstufen von Beziehungen gearbeitet. Und ich glaube, wovon ihr sprecht, ist das, was er unter First Love bezeichnet. Das ist, glaube ich, die dritte oder vierte Stufe. Ich habe ihn mal interviewt, ich habe es auf der Webseite, aber ich habe es vergessen, wie es war. Also dass man unabhängig sein kann und nicht mehr den anderen so braucht, ne? Und die Symbiose längst aufgegeben ist. Ich glaube, das hat er so ein bisschen mit Integral assoziiert. Was haltet ihr davon?
Ja, also ich kenne theoretisch, kenne ich einfach die Aussage und es ist ja auch mein Weg eben im Prinzip eben diese Heimat in mir oder die Verbundenheit mit dem größeren Ganzen. Also das ist mein Weg, also diese Anbindung, die Verbundenheit oder die Zugehörigkeit. Also das ist aufgrund meiner Biografie, ja, immer in meiner Therapie ist es meine Hauptausrichtung, diese Erfahrung von eingebunden. Ich bin Teil von diesem größeren Kosmos, von diesem Puls, von dieser gemeinsamen Schwingung. Und dann entsteht für mich sowieso, das ist die einzige Chance, eine freie, eine unabhängige Beziehung, wo man den anderen nicht braucht, sondern wo es eben eine Freiheit und ein Zugewinn ist. Also, weil ich kenne halt den Satz vom Einer, ist ja auch bekannt mit diesen leeren Taschen. Wenn zwei mit leeren Taschen sich verbinden, dann ist es einfach eine bestimmt nicht nährende und bereichernde Beziehung. Vor 40 Jahren gab es ja auch diesen Bestseller, was heißt Bestseller, dieses Buch vom Erich Fromm, Sein oder Haben, und da macht er so den Unterschied, ich liebe dich, weil ich dich brauche, oder ich brauche dich, weil ich dich liebe. Also das hat er da im Grunde genommen auch schon so ausgedrückt, über das wir halt jetzt so auch sprechen, gell? Und fand ich einfach so gut als junge Frau, kann ich mich erinnern. Das ist das, was ich, mehr habe ich mir eigentlich nicht gemerkt von dem Buch. Und was mir noch wichtig ist, und das ist das, was mich jetzt auch gerade in meiner Beziehung so beschäftigt, ist, dass ich halt einfach glaube, dass dieses nach innen gehen und diesen Lebensplatz auch in sich zu finden, jetzt gerade auch im Älterwerden, dass das für mich genauso wichtig ist, wie eine Beziehung zu leben. Also das ist für mich, ja, das ist so ein Thema, dass ich gerne jetzt auch, wenn mein Mann wiederkommt und so, also dass das quasi, dass wir das jetzt auch miteinander mal beleuchten und bereden und so, und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Wir waren jetzt immer sehr, sehr gebunden und wegen der Kinder und so, ich merke jetzt, dass der Abstand jetzt so ganz andere Themen auch in mir so hervorbringt. Und da freue ich mich auch direkt drauf, da was anzusprechen, umzusetzen. Und aber gerade auch dieser spirituelle Aspekt, das ist so wichtig. Und auch noch einen kleinen Zusatz, und auch, dass den jeder für sich gemeinsam und individuell, jeder für sich selber und individuell machen muss. Das ist ganz, ist nicht so, glaube ich, so einfach, das so gemeinsam zu machen, sondern dass das wirklich so ein ganz, ganz eigener Prozess ist. Und für das braucht man auch viel Freiraum und auch viel Zeit. Also ich. Und das ist ja einfach ein wichtiges Thema für mich. Wie viel Zeit braucht man dazu? Und wenn wir dann pensioniert sind, so und nicht mehr jeden Tag rumrennen, haben wir es ja theoretisch, ne? Und ob man es dann praktisch dafür einsetzt, die Zeit, die man hat, ist dann schon eine Wahl, ne? Andererseits, das andere Punkt, den ich hatte, es ist ja nicht unbedingt ein Zufall, dass die spirituellen Themen, je älter man wird, umso mehr in die Realität hineingehen, nicht? Bei mir gehen unweigerlich aufs Ende zu. Ich meine, natürlich vom ersten Tag des Lebens an, aber da denkt man dann natürlich nicht dran. Und dann, naja, ich denke schon, dass wir uns dadurch auch eine
soll ich denn sagen? Ich will nicht sagen Beruhigung, oder so, sondern eher einen Leitfaden damit selber aufbauen können. Ja? Wird das, wenn dieser Moment passiert, dass wir dann auch darauf vorbereitet sind oder so. So sehe ich spirituelle Arbeit zumindest zum Teil. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, für mich hat spirituelle Arbeit auch ganz viel mit innerlich frei werden zu tun. Also sich von den eigenen, also die Buddhisten, glaube ich, sagen, Anhaftungen zu lösen, um einfach, das ist eine ganz andere Art von Freiheit. Das kann im Außen gar nicht frei sein, aber wenn man innerlich beweglich ist und nicht von irgendwas abhängig ist oder irgendwo kleben bleibt sozusagen oder Traumata hat, aus denen man nicht aussteigen kann, was im ersten Moment ja auch so ist, aber durch diese Arbeit kann man sich dann Stück für Stück, glaube ich, da rauslösen und dann wird der Blick immer freier und immer klarer und das ist schon auch ein großer Gewinn. Also der Lebensgenuss wird stärker dadurch, für mich jedenfalls. Was für mich so ein Ziel ist, also was ein Wort ist, was es ausdrücken würde, wäre so ein Einverstandensein, auch jetzt, wie es, wenn es so zum Ende hingeht. Also in dem Sinn auch, dass ich dann auch was verstanden habe und auch diese Endlichkeit. Und das ging mir ganz komischerweise zuvor, wo du das so erzählt hast bei dir, Monia, auch mit dem Lift und wie du dann froh bist, wenn der Tag gut vorbeigeht. Da habe ich das irgendwie so ein bisschen rausgehört. Bei dir jetzt. Das, auch so eine Gelassenheit und so ein Einverstandensein mit dem, wie es jetzt ist und auch so diese kleinen Schritte und so, das hat mir gut gefallen. Ich meine, wenn man es von einer ganz hohen Ebene anschaut, sind wir ja nicht allein jemals. Wir atmen die Luft, wir tauschen die Luft mit jedem aus. Das vergisst man halt immer wieder. Und wer kann schon ständig von dieser hohen Perspektive herunterschauen? Also mir gelingt es auch nicht immer. Und doch, wenn ich es schaffe, dann gibt es eigentlich, es ist wunschlos dann. Also dann passt alles. Also dieses, es passt alles, so wie es ist. Ich schaffe das meistens ohne Universum, aber wahrscheinlich hilft mir das Universum und ich weiß es nicht. Ich habe ein einziges Mal habe ich mich hingesetzt und habe das Universum aufgefordert, mir endlich Weggefährten zu schicken und dann sind sie heruntergeprasselt. Das war mir dann schon irgendwann zu viel. Und seitdem bin ich sehr vorsichtig mit meinen Wünschen an das Universum. Also sehr vorsichtig. Ja, aber du hast Anneliese, du hast halt eine deutlichere intuitive Stimme, während ich weiß nicht, ich mache die Sachen einfach, ich frage nicht nach und in mir und es passt dann meistens, ja. Ja, schon fast blasphemisch, wenn du sagst, ich schaffe es auch ohne Universum. Nein, ich meine, ja, wenn was so richtig Esoteriker ist, dann würde ich dich jetzt ganz schön annehmen. Nein, im Gegenteil, ich bin sehr vorsichtig mit dem, zu viele Herausforderungen will ich eigentlich auch nicht mehr. Ja. Und insgesamt habe ich natürlich ein sehr, also wenn ich so auch mit anderen jetzt vergleiche, im Alter relativ, ja, besser kann es gar nicht sein. Also es ist auf allen Ebenen, ich habe also
keine finanziellen Probleme und ich habe meine Innerlichkeit und ich habe ich habe auch diese Erfahrungen, die wir eben, die man ja kosmische Erfahrungen nennt, und das ist einfach wie ein, ja, wie immer ein Leuchtturm, wo ich mich hinorientieren kann. Und ich habe auch gestern oder wieder darüber gesprochen, dass also dieses eine Bild oder die Vision, die ich da hatte, da ging es um Bewusstsein, mit dem Metzinger dann auch weiter noch. Die Vision, die ich hatte, dass die Erde also ein Planet ist, der von einem Bewusstsein genährt wird und betrieben wird und dass wir alle Teile davon sind, von diesem Bewusstsein. Und daher ist man eigentlich nie allein. Das ist, außer man vergisst sich umzuschauen. Hätte ich noch eine Frage, weil du so viel aufgezählt hast, weil du hast ja auch, sage ich mal, sehr viel Tools oder sehr viel Handwerkszeug für dich selber. Und wie viel Prozent macht dann zu dem Wohlgefühl auch noch dein Partner aus? Wie wäre es, wenn du alleine wärst? Was, wenn du das so einfach sagen würdest? Also, Naja, statistisch sterben die Männer vor den Frauen. Darauf haben wir uns also eingestellt. Aber natürlich, er macht also alle diese Sachen wie die Steuererklärung und die Betriebskosten überweisen und so. Also das alles selbst zu machen, also da habe ich mit der Nachbarin, die jetzt auch verwitwet ist, gesprochen, das ist schon sehr anstrengend. Also braucht dann auch wieder viel Zeit. Ne? Und wenn du über 80 bist, dann ist das auch nicht mehr so lustig zu erlernen. Aber auf also der partnerschaftlichen Ebene, wenn plötzlich der Partner weg wäre. Ja. Ich habe eigentlich auch so mehr die emotionale Ebene gemeint. Na, ich weiß nicht. Also ich habe mich darauf eingestellt, dass irgendwann einer von uns beiden stirbt. Und ich habe auch bereits das Buch am Regal, aber ich lese es noch nicht, von dem Psychiater, der auch nach 50 Jahren, glaube ich, ist seine Frau gestorben. Und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, wie es ihm danach gegangen ist. Aber das Buch habe ich noch nicht gelesen. Aber ich habe schon vorsorglich einmal kalt stehen. Es ist eine gewisse Gelassenheit vorm Unvermeidlichen. Anders kann ich es nicht sagen. Also es ist wenn ich mich dann Probleme habe mit gewissen Dingen, also sicher, ich habe die Familie und alles im Umfeld, aber es wird sich dann, ja, ich muss halt dann irgendwie alleine das weiterwursteln. Aber derzeit, ja, ist es so, weil er natürlich ungemein alles immer besser weiß, was ja genau ist und kontrolliert und so, weiß ich, dass er also sehr darunter leidet, dass er jetzt die Dinge nicht mehr so unter Kontrolle hat, weil es einfach nicht geht. Und ja, und dafür bringe ich ehrlich auch Verständnis auf, weil das ist eine blöde Situation für ihn, aber so ist es halt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er bereit wäre, mit einem Rollator zu gehen, weil er zu eitel ist. Jetzt habe ich aber schon, lasse ich es ein bisschen einfließen. Weil im Supermarkt im Wagen zu gehen, ist ihm ja auch angenehm. Also, und solche Sachen eben. Also wenn man einen so lang kennt, dann weiß man auch um die Eitelkeiten und um die Schwächen und nimmt es nicht übel. Das ist eben. Aber ich beharre darauf, dass ich auch Fehler machen kann. Und wenn ich die Brotdose nicht zugemacht habe, na gut, dann habe ich es halt nicht zugemacht, was soll's. Und solche Sachen. Also früher hätte mich das noch irritiert, aber jetzt weiß ich, es ist ja alles irrelevant. Irrelevant. Wir werden milder im Alter, oder? Wir werden milder. Ja. Auch mein Mann ist milder geworden, also das ist ganz klar. Aber ich bin sehr froh. Und das habe ich auch, weil wir haben doch eine Peer-Group in Wien gehabt, eine Integrale, zwei Männer, zwei Frauen. Die beiden Männer haben ununterbrochen Platzhirschen-Scharren geübt und an diesem Dienstag ist es uns zu blöd geworden und wir haben die Gruppe beendet. Wir Frauen.
Und das ist auch was Metamodernes. Eine der Regeln der Metamoderne ist quit, also aufhören. Wenn es dich nicht mehr nähert, wenn es dich irritiert, dann musst du die Härte haben, zu sagen, na danke, es ist genug. Oder es ist nicht einmal der Härte, sondern es ist einfach die Selbstverständlichkeit zu sagen, für mich ist es genug. Und es war, die Männer waren dann beide traurig, weil die hätten gern noch weiter immer jedes Mal gestritten oder was weiß ich. Aber ja. Aber wir haben noch die WhatsApp-Verbindung und ja, also es ist nicht so, dass es so wie aus ist. Aber, und da habe ich ihm auch gesagt, also bei den Frauen ist mir noch nie aufgefallen, dieses blaushirsche Schaden. Woran ist es anders? Und da bin ich eben froh, dass ich mit euch zusammen bin. Und ja. Und kann mich in jeder von euch irgendwie wiederfinden. Also das ist, seid nicht so viel anders als ich. Und ich bin auch in euch. Ja, das war's für heute. Viel mehr kann ich wirklich nicht mehr an Weisheiten von mir geben. Ich freue mich immer über eure Weisheiten. Wir können so ein Weisheits-Checkout machen. Was ist unsere gewonnene Weisheit? Nicht nur aus dem heutigen Gespräch, sondern aus unserem Leben. Was denkt ihr, dass ihr an Weisheit entwickeln konntet? Also mein Checkout ist, ich würde mich ganz gern nochmal auf die Monia beziehen, das hat mir nämlich jetzt gefallen und ich habe das jetzt für mich so weitergedacht. Im Grunde genommen das Unvermeidliche, was du ja eh nicht vermeiden kannst, das zu akzeptieren, weil eigentlich ist man ja blöd, wenn man das nicht macht, weil man, also eigentlich ist man ja ganz klug, wenn man das dann so, also so pragmatisch auch angeht, gell? Dass man sagt, also Tod und Alter und Krankheit und das ist fast unvermeidlich und ja, also das ist für mich jetzt auch so flapsig ausgedrückt. Es ist einfach auch eine Weisheit, sich da, also da nicht dagegen zu kämpfen, sondern darum zu ringen, so würde ich jetzt das für mich ausdrücken, das zu akzeptieren und weil es einfach unvermeidlich ist. Das erleichtert mir jetzt einfach auch so diese Gedanken dahingehend. Ich habe natürlich noch viel mehr Weisheiten, aber das war jetzt das, was mir gerade eingefallen ist. Wem fällt noch eine eigene Weisheit ein? Ja, meine Erkenntnis oder eine Weisheit, die noch gar nicht so alt ist, die so kurz vor dem letzten Jahreswechsel zu mir kam, war in einem spirituellen Prozess, würde ich mal sagen, den ich mit einer Freundin zusammen gemacht habe. Also sie hat mich begleitet und sie hatte irgendwann die Frage gestellt, warum hast du dich denn inkarniert überhaupt? Und aus mir kam es raus, ohne dass ich drüber nachgedacht hätte, ich bin gekommen, um das Wirken des Geistes in der Materie zu erforschen. Und dann hat es mir selber die Schuhe ausgezogen dabei, weil das fühlt sich sehr, sehr, sehr stimmig an. Und ich habe an vielen anderen Orten gesucht, aber jetzt weiß ich, worauf ich wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre oder die letzten Jahre meines Lebens verwenden werde. Einfach da die Puzzlestücke zusammenzufügen und zu vertiefen, was ich unabsichtlich immer schon mal wieder ein Stückchen, eine Perle gefunden hatte. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wonach ich suche.
Also ich kann nichts sagen, dass ich jetzt da irgendwie, also den Begriff Weisheit würde ich auf mich nicht anwenden. Ich kann höchstens sagen, worauf ich ausgerichtet bin, viel stärker als früher. Also eher eben in Richtung Akzeptanz oder dass ich lernen will, nimmer eben auch von dieser Zukunftsorientierung, wenn dann oder so, diese Bedingungen, sondern diese Leben in der Akzeptanz, so wie es ist, ist für mich die größte Herausforderung und die größte Weisheit vielleicht. Aber ich bin da nicht. Und ich, das Einzige, was ich für mich so ein Label umhängen kann, ist, dass ich zutiefst an Evolution interessiert bin. Wirklich. Also, dass mich das am allermeisten fasziniert und immer wieder mache ich eine neue Kurve. Und ich bin einfach interessiert dran, das zu verstehen und da, ja, und immer wieder von vorn anzufangen und dann Urteile über mich und dann doch wieder mich freuen, weil es ja in den Diaden, ihr wisst ja, da kommen dann doch Weisheiten raus. Also in diesen 5 Minuten, wo ich wirklich dann in dieser Diade bin, wo ich dann staune und denke mir, ah ja, habe ich doch ein paar Sachen verinnerlicht. Also die übers Angelesene hinausgehen. Also dass ich da was verdaut habe. Ja. Danke. Ich bin ja nach der Seelenlehre von der Hasselmann, bin ich ja eine Weise. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ups, okay, was heißt das jetzt eigentlich, ne? Da habe ich mich erinnert, dass ich irgendwann, als ich knapp 40 war, gesagt habe, ich möchte mal eine alte, weise Frau werden. Jetzt ist die Frage, was man darunter versteht, was ich darunter verstehe. Für mich ist es so eine ähnliche Erfahrung, wie du hast, Annalisa, wenn ich merke, dass plötzlich was aus mir rausspricht, wo ich gar nicht groß nachdenke und dann hinterher höre ich es nochmal oder so, denke, oh, ja, das war ja gar nicht so doof. Also diese Verbindung mit, ja, wie nenne ich das, mit dem Nichtdenken, bevor man spricht, aus so einer inneren Tiefe heraus, da denke ich, da kann sich Weisheit entfalten und mir macht es Spaß, das zu erforschen auch. Und mit dem deiner Lebensdevise, Annalisa, stimme ich voll überein. Das ist, ich denke, dazu sind wir da. Marie-Rose und Monja, habt ihr auch was zur Weisheit? Als Checkout, kann auch ein normaler Checkout sein, ohne Weisheit. Ja, es fällt mir gerade ein bisschen schwierig, da irgendwie, da kommt gerade nichts zu dem Thema Weisheit oder so. Dann eher so, was mir wichtig war jetzt, wohin ich geguckt habe, möglichst präsent zu sein mit Körper, Geist und Seele und Spiritualität. Und ja, wenn es darum geht, was ist gerade jetzt, und dann
wenn ich dann in Aktivität kommen soll, was ist jetzt sinnvoll in dieser spezifischen Situation? Vielleicht sowas, was mich sehr interessiert, ist immer auch, wie können wir Gefühle entstehen? Wie kann man kreativ werden? Wie kann, das sind so meine Ausrichtungen, was kann, wie, in wie, wohin kann kollektive Intelligenz bei der, in der Menschheit sich entwickeln und was kann daraus entstehen? Ja. Soweit. Also mein Kopf ist schon ein bisschen zu auch, ne, mit dem, mit der Erkältung, in der ich, die ich gerade habe. Man hört es an deiner Stimme an, dass sie noch ein bisschen leidet. Ja. Ja. Monia, Abschlusswort. Ich habe schon als erstes meine Weisheiten von mir gegeben. Ich liebe dich, Heidi. Ah, schön. Ja, das machen wir durch. Ich liebe dich, Erika. Ich liebe dich, Anna. Ich liebe dich, Anna-Luise. Ich liebe dich, Marie-Rose. Und ich liebe mich, Monia. Das können wir jetzt wahlweise alle durchmachen, wenn wir wollen. Ich mache das. Ich liebe dich, Monia. Ich liebe dich, Erika. Ich liebe dich, Anna. Ich liebe dich, Marie-Rose. Und ich liebe dich, Anna-Luise. Und ich liebe dich, Heidi. Ich sehe dich in mir und mich in dir. Alles ist mir verwandt. Damit kann ich auch einhergehen. Ich bin Teil von dem Größeren. Ich bin einfach ein Teil und verbunden mit euch. Ja, und Marie-Rose, ich habe das Gefühl, wir versuchen doch ko-kreativ zu sein. Und schon seit einigen Jahren sind wir auf verschiedenen Wegen, aber auf den Weg dahin. Und das freut mich. Und dass ihr da dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.